Herzlich willkommen bei Nicht Verzeihung, Peter Fragen. Wir beschäftigen uns nach wie vor mit dem Niederländischen Hochschultag. Und ich habe ja letztes Mal schon euch zwei Studiengänge vorgestellt, die sehr ähnlich waren und für die man sich mal interessieren kann und wo man auch mal die Hochschule besuchen sollte, beziehungsweise am 15. November 2022 sich auf dem Niederländischen Hochschultag, der online stattfindet, Adresse findet ihr unten, weiter informieren kann. Also, es gibt eine Hochschule, NHL Stanton, die sind in Leeuwarden und die haben an sich einen ganz guten Media-Design-Bereich. Und in diesem Media-Design-Bereich bieten die zwei Studiengänge an. Der eine Studiengang ist Creative Business Media Management. Das ist im Grunde genommen, ist das an sich so ein bisschen 50-60% Design und 50% bis zu 50% Kaufmannschaft. Es geht darum, im Grunde genommen Kampagnen zu steuern, Cross-Media-Kampagnen und so weiter. Und der zweite heißt Content- und Media-Strategie. Da legt man also in einem Betrieb dann generell die Strategie fest, was wird verfolgt, wie geht es weiter und in welche Richtung wollen wir unser Produkt entwickeln oder unsere Produkte entwickeln. Es gibt die großen Player, die jeder kennt, aber das ist ja schon in kleinen und mittleren Themen ein wichtiges, wirklich spannendes Thema. Hier bei den Geschichten ist es so, das ist jeweils ein vierjähriger Bachelor an einer Fachhochschule. Er wird unterrichtet auf Englisch. Und er hat ganz hohe Praxisanteile, wo er sofort in die Firmen reinkommt. Und dazu müsst ihr wissen, dass wenn ihr euch Design anguckt, aus meiner Sicht zwei Länder in Europa gibt, die immer ganz gut weit führend sind. Das ist Niederlande und Dänemark. Und die sind immer einen Ticken weiter als wir im Bereich Design. Und deswegen ist das natürlich interessant, so etwas dann in den Niederlanden zu studieren und dann mit diesem kleinen Vorsprung zum Beispiel auch dann zurückzukommen oder den Arbeitsmarkt in den Niederlanden zu haben. Der Vorteil ist an diesen niederländischen Hochschulen, da gibt es eine Evaluation zu, 92% der Leute haben nach dem Bachelor, den man nach 4 Jahren hat, dann einen Arbeitsplatz oder sie studieren dann einen Master. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Quote, dass also das sofort für die Leute weitergeht. Schaut euch das an, NHL Stanton, diese zwei Studiengänge. Unten findet ihr den Link und weitere Informationen am Niederländischen Hochschultag am 15. November. So.